Servus Leute, was geht ab? Nochmal ganz kurz. Nein, der Titel ist kein Fake, Freunde. Das stimmt, das Ding ist wirklich echt. Und bevor wir mit diesem Video beginnen, nochmal eine ganz kurze Sache, Leute. Ich bin heute, also gleich um 18 Uhr, live auf YouNow. Ich würde mich wirklich, wirklich drüber freuen, wenn ihr alle vorbeikommen würdet, euch den Stream anschaut. Erster Link ist unten in der Videobeschreibung von meinem YouNow-Kanal, Freunde. Ich verdiene durch YouNow auch Geld, Leute. Das möchte ich auch direkt offen und ehrlich sagen. Und ich würde sogar sagen, das kommt gerade so gut, Freunde, da ich durch YouTube nichts verdiene. Ihr glaubt mir nicht, guckt. Ja, Freunde, wie ihr sehen könntet, ich verdiene mit meinen Videos keinen einzigen Cent. Warum das so ist, wieso es so weit gekommen ist, möchte ich mit euch um 18 Uhr auf YouNow besprechen, Leute, euch das Ganze erklären, warum das passiert ist. Und ich möchte mich wirklich für jeden bedanken, der um 18 Uhr dabei ist. Leute, ihr seid wirklich der Hammer. Ich würde mich wirklich auch darüber freuen, wenn ihr dabei sein würdet. Und ich würde sagen, viel Spaß mit diesem Video, Freunde. Und um 18 Uhr sehen wir uns auf YouNow. Ich mache mir gleich einen Nasenpiercing. Ganz bestimmt. Ehrlich, so wie du, ey. Guck mal, Alter, mal. Hi, Leute. Guck, Leute, ich mache mir jetzt auch genauso Nasenpiercing. Schau mal, ich mache mir Nasenpiercing. Hi, Leute. Ey, mach mir auch Nasenpiercing. Ja? Ja. Was sagst du dazu? Gut? Ja. Super. Genauso gut. Leute, mal gucken, was meine Mutter sagt. Ja, warte, Leute, mal gucken, was meine Mutter sagt. Jo? Jo? Es ist gut, Chica geht checken. Ja, passt ihm gar kein Problem. Es ist ein gut, Chica. Nein, warte, warte. Ah, das ist hier. Oh, mein Gott, der Pirate. Ja, Leute, auf jeden Fall gehe ich jetzt mir Nasenpiercing machen und mal gucken, wie das am Ende aussieht. Hey, hey, hallo. Hast du. Ey, Leute, jetzt bist du wirklich da, Alter. Hier ist es. Nein, Digga, ich mach das nicht. Wir machen nur deine Ohren, Bro. Niemals. Du machst auch. Ich werde niemals Piercing machen, Digga. Nasenpiercing machst, Mann. Ich werde niemals Nasenpiercing machen, Digga. Mein Vater wird durchdrehen, Leute. Er macht doch einfach. Will ich das erst was machen? Zack. Hey, das ist einfach so ein Piercing. Wenn es dich gefällt, nimmst du es wieder raus. Ich stimmt das. Hey, nimmst du das sofort wieder raus. Ich werde niemals Nasenpiercing machen, Digga. Leute, ich hab's tatsächlich gemacht, Alter. Mir kommen übelste Tränen noch, Alter. Jonas Macke? Ey, das tat so weh, Leute. Ohne Witz, mir kommen stumpf Tränen, Alter. Wie das aus? Das hab ich gemacht, ey. Okay. Ruhig mal an. Leute, sobald ich zu Hause bin, ich hol das direkt erstmal wieder raus, Alter. Leute, das ist ehrlich kein Fake, ne? Nein, Leute, das ist kein Fake, Alter. Ich zu Hause bin, bevor das meine Eltern sehen, ich hol das direkt erstmal raus, Alter, und lass das wieder zuwachsen, ey. Oh, shit. Yo, Leute, was geht ab? Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Die Jungs sitzen gerade hier vorne, Freunde, und so sieht das Ganze aus. Und Leute, warte, stopp, bevor ihr gleich alle unten in den Kommentaren ausrasten werdet. Chillt euer Leben, ich werde das nicht drin lassen, Freunde. Ich warte jetzt 2-3 Tage, bis das wieder etwas normal ist und nicht mehr so krass wehtut. Dann werde ich das Ganze entfernen, Leute. Ich werde es wieder rausnehmen. Ich weiß nicht, ich persönlich, ist es gewöhnungsbedürftig? Ich weiß nicht, noch ist es wirklich gewöhnungsbedürftig. Keine Ahnung, wenn es mir selber irgendwann nach 2 Tagen wirklich gefallen sollte, dann werde ich das lassen. Aber ich selber habe mich dafür entschieden, dass ich das nach 3 Tagen, sobald es nicht mehr so extrem wehtut, rauszunehmen. Und ich bin aber jetzt übertrieben auf die Reaktion von meinen Eltern gespannt, Leute, wie die alle reagieren werden, weil die dachten alle wirklich am Anfang, dass es Spaß sei. Und ich bin gespannt, wie die reagieren werden, Freunde. Und das Problem ist, Leute, ich bin übelst krank erkältet und ich kann mir nicht die Nase putzen. Das tut so extrem weh und ich muss die ganze Zeit so alles immer so hochziehen. So, kann mir nicht die Nase putzen und das nervt so extrem, ne? Auf jeden Fall, Leute, gehen wir mal jetzt runter und gucken, was mein Daddy sagt. So, Leute, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Hi, Kids. Hey. Guck mal, ich hab mir Nasenpiercing gemacht. Ist das nicht schön? Nein. Nein. Okay, doch, steht dir gut. Steht mir? Ja, steht dir gut. Nein, du hast gerade Nein gesagt. Sieht gut aus? Nein. Nein, ja, ich finde es schon. Ich finde es schon. Ey, hör auf jetzt. Wollt ein Gag, Dick? Kriegst du aber einen Kuss? Das ist meine Blase. Gib mir einen Kuss. Nein. Aber ich will dir einen Kuss geben. Oh, Baby. Na, guck, was machst du? Ich seh doch. Oh, wie sieht das aus? Alter, Idiot. Nicht schön? Warum? Leute, die sind gerade hier am Essen und checken es einfach nicht. Warte, ciao. Basche, Basche? Ja, wenn du die Mara nimmst, doch gut, doch gut.
Ja. Kannst du nach Die dickst du nicht mehr richtig, ey. Sieht nicht gut aus? Nee. Wie sch*** aus. Nein, das ist echt. Doch, das ist echt. Leute, sie glaubt nicht, dass es echt ist. Das ist wirklich echt. Ey, pass auf. Das tut weh. Ich schwöre, das ist echt. Leute, sie glaubt es mir nicht. Jo. Wo ist die Galerie von Mann? Ich hab doch Filme. Ich hab das gar nicht gesehen. Aber die ist Hallo! 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 Hey Leute, an dieser Stelle, ne, mein Vater beleidigt mich von A bis Z, haut irgendwelche Wörter raus, die man einfach gar nicht übersetzen kann. Und meine Mutter sagt nur so im Hintergrund, nein, nein, er verarscht uns nur, das ist nicht echt und sowas. Und Leute, sie hat wirklich zuerst nicht geglaubt, dass es echt ist. Frau Schickemann. Und die glauben es gar nicht ganz. Guck, das ist wirklich echt schon gut. Die glaubt nicht, dass es echt ist. Guck. Ich habe eine echte Pissing. Ja, das ist auch echt. Guck doch, die glauben mir nicht. Guck. Pass auf, das tut weh, nicht, dass du rausziehst. Nee, das ist wirklich echt. Ja, ja. Guck doch, guck, guck rein. Siehst du? Hat doch Glück gegeben, was? Ey Leute, das Geilste an der Sache ist, die denken wirklich, dass ich sie verarschen würde und dass es nicht echt ist. So Leute, mein Bruder ist jetzt hier auch am Essen. Wo warst du, Friseur? Ja. Wie findest du mein Piercing? Ehrlich. Mann, er merkt, dass ich... I'm trying to put you to bed, to bed. I wanna put you to bed.